God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Wo, wie war's, good place? Oh ne, sag nicht, dass das jetzt gerade ein Bug war. Weil das Bild, das ich gerade hochgehoben habe, hat sich einfach so durch die Wand geschmissen gerade. Ist immer noch dicht. Ach komm, nein. Das darf jetzt aber wirklich kein Bug sein. Das wäre jetzt echt unschön. Wenn ich jetzt nämlich nicht an sein Tagebuch herkomme. Und das sind normale Bücher hier. Ach komm, nee, oder? Das hier auch, ganz normales. Ach, okay, dann gehe ich mal raus und gehe in das Nebenzimmer. Vielleicht komme ich von da aus irgendwie rein. So, okay, dann halt mal hier rein. Ins Studienzimmer. Oder ins Studierzimmer. Entschuldigung. Ich hoffe, das stört das nicht so arg, das Husten. Nein, da wird ein bisschen Öl, aber halt auch nicht viel. Leer. Hier kann mal wieder einer aufräumen, ja. Sonst. Puff. Ist hier anscheinend auch nichts. Mal hier rein. Oh, das sieht ja ein Land aus hier. Klasse, nicht hier Hundegebelle irgendwo im Hintergrund. Ist das nicht das gleiche Gemälde wie gerade eben? Ich habe es ja nur ganz kurz gesehen. Ach, der Jesus. Okay, naja, aufs Öl ein bisschen aufpassen. Handelt sich wohl ein bisschen mehr wie nur ein Studienzimmer. Oh, das sieht ja vielversprechend aus. Nur viel Blut. Kammern des menschlichen Schädels. Klasse. Ein Hund. Wow, nee, oder? Das geht weg. Ach, Zombie-Hund par excellence, oder? Schon mal jemand Resident Evil gesehen? eine Schaufel. Ein Seziertisch. Ah, und ein Hundeschädel. Ja, Hundeanatomie. Sezierter Vogel. Let's see what you have to offer. Ah. What a mess. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there. Ah, lecker, das ist ja wirklich widerlich. Ah, warte mal, habe ich jetzt nicht vorhin, wo ich hier zum Fenster rausguckt habe, Hundegebell gehört? Nicht vor Hund können wir definitiv nicht davonrennen. Und hier haben wir das Zombie-Häschen. Komm, wunderschönes Häschen. Moment, damit es auch im Video jeder mal sieht. Ach komm. Oh, hoch. Ja, das Zombie-Häschen. Naja. Weiter geht's. Bitte ein Zettel. Ah, okay, so nur ein kurzer Zettel, den lesen wir vor natürlich. Was ist jetzt hier? Grenzende Anatomie. So, also. Grenzende Anatomie, 9. Januar 1658. Weitere Enttäuschungen. Die neuesten Erkenntnisse des Antiquars haben nichts gebracht. Ich bin noch immer nicht imstande, das innere Wesen des Lebens in seinem Zusammenhang mit der Energie zu fassen.
Ich sollte mehr Bücher darüber lesen, aber ich vermute, dass es sinnlos ist. Da bisher keine Forschung dahingehend angestellt wurden, muss ich wohl selbst diese Lücke schließen. Dazu verfügen Menschen über weitaus mehr von der Energie, die ich suche, aber ich hoffe, Tiere genügen auch. Die sind einfacher zu beschaffen. Ah. Cool. Vertrauenswürdiger Herr. Vielleicht gehört denen den Schuppe hier. Naja. Durch den Penis. Ja. Jetzt geht doch weg, diese Drecksstühle immer, echt. Okay, auf nur ein Zeichenbrett. Nein, nix. Jawohl. Nix und. Jetzt geh auf. Oh. Geht's dem Kopf wieder schlechter? Ne, oh. Warte, wenn ich jetzt hier noch so. Wir haben jetzt sogar wieder glasklarer Verstand. Das sammelt wohl einer Schädel. In Tiere wohl doch nicht genügt. Hier. Wunderschön. Naja, klasse. Gut, weiter geht's. Ja. So. Nein. Oh shit, ich habe kein Öl mehr. Wieder ein Eintrag. Finde im Studio ziemlich einen anderen Weg um die Trümmer herum. Ja, klasse. Machen wir mal eins an. Die gehen nicht weg hier. Hä? Geht's hier drin irgendwo? Was war das? Okay, meine Maus hat sich jetzt automatisch bewegt, also ich konnte da jetzt nichts für. Die gebrochene Fensterscheibe werden nur durch einen schwachen Holzrahmen zusammengehalten. Ich höre schon wieder Bälle. Also entferntes Bälle, aber ich höre Bälle. Das habe ich kein gutes Gefühl dabei. So. Aber hierbei. Öl und. Oh ja, aber es spielt da schon wieder was Klavier. Okay, dann weiß ich jetzt auch, wie ich drum rumkomme. Au, oh, aber schließe ich ja in die andere Richtung, oder? Ah, das ist zu weit. Vielleicht zumindest. Kopf geht's noch gut. Okay, der ganze Wald ist mit diesem komischen Schleimzeug voll. Naja gut, mehr sehe tue ich da auch nicht. Oder wo bin ich jetzt hier? Oh, ganz wo neuem, okay. Was? Aufzugspläne. Ah, okay, vielleicht komme ich dann hier. Da bin ich an der Reihe. Habe ich mich nicht lang genug zurückgehalten? Meine Geduld wird schon Jahrhunderte. Wo ich herkomme, wird die Menschheit mit keinem Wort erwähnt. Und doch verbeuge ich mich vor dir. Ich habe so viel für dich getan und nicht zurückgekommen. Agrippa. Agrippa? Ich vertraue dir. Ich hätte durch dieses Tor gehen sollen. Okay. Ja, es hat wieder ein bisschen Öl, okay. Okay, es sieht definitiv noch so Aufzugzeug aus. Oder zumindest nach viel Mechanik. Was? Strömungskreislaufstab. Ich bin im Antikgebel, brauche aber. Naja, gut. Ach du Scheiße. Anleitung Aufzugmaschine. Wenn der Aufzug wieder kaputt geht. Baut mit einem Dampfmotor. Was? Baut mit einem Dampfmotor Druck auf, bevor ihr die Maschinerie einsetzt. Stell die Hebel so ein, dass du eine geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer erhältst. Die Messinstrumente sollten folgendes anzeigen. Hoch 8, runter 8. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Funktion Trinity Dampfanlage, 4 Phasen Amplitude, kompletter Dampfstromkreislauf. Okay, das ist natürlich noch lustig. Beachte, dass die Maschine erst dann richtig eingestellt ist, wenn alle Stäbe eingeschoben sind.
So. Naja, gut, okay. Bin er meint. Mal ein bisschen Licht hier. Ach Gott, die sind auf der anderen Seite. Gehst du? Ja. Ah, wie es dann sofort schlechter geht, wenn man kurz ins Dunkle ist. Das ganze Bild verzieht sich immer sofort. Okay, mehr ist das jetzt hier nicht. Ne, mehr gibt's anscheinend nicht. Ne, also kannst du wieder zurückgehen. Ah. Klasse, die Bäume fallen auch schon. Ist der Förster wieder unterwegs? Wow, nein! Ups, der Satz ging wohl etwas zu weit. Geh vorsichtig. Ja, danke. Entschuldigung. Okay, guter Speicherpunkt. Jetzt weiß ich allerdings gar nicht, wo das Spiel die Speicherpunkte setzt. Das kann ich euch wirklich nicht sagen. So, und hier rüber, das reicht nie im Leben. Da müsste ich hier locker zwei überspringen und das. Ah, das reicht nicht. Okay. Ja, dann geht's wieder zurück und dann gucke ich mich noch im Lagerraum um, da wird das so Zeug rumstehen, oder? Okay. Na, zumindest gibt es hier oben bis jetzt noch nichts so Viechermäßiges. Wurde das im Keller gelassen. Na, zumindest der Raum langsam wirkt er sicher für mich. Aber die Musik ist beruhigend. Was allerdings das Wasser soll, weiß ich nicht. Das hat ziemlich nur irgendeine Bewandtnis. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shade will hurt much less than dying, I assure you. Okay. Na ja. Also, da geht's. Das ist mein Lagerraum. Auf geht's. Also ich habe gefragt, die Fackeln sind echt gut bei denen, die haltet ewig. Respekt. Okay. So, das sieht jetzt schon weniger einladend wieder aus. So ein paar magere Kerzer hier. Man hat echt kaum Öl. Neuer Eintrag. Die Dunkelheit im Lagerraum ist merkwürdig unnatürlich. Das stimmt. Das ist wirklich verdammt dunkel hier drin. Ja, die Dunkelheit ist hier echt. Ich sehe auch keine 3 Meter weit. Blut auf dem Boden. Ich mache hier mal kurz alles hell in dem Raum. Ja, so. Gut, ich habe mal leichte Kopfschmerzen, wenn das halt schon wieder fast gar kein Öl mehr. Ich will hier nicht runter, wenn ich nichts sehe. Oh, gerade hier sehe ich ja gar nichts. Ist hier Schienenteile. Please let me go. I won't tell anyone. I swear. I just want to go home. No! Dieses Geld auch für mich. Das war doch das, was mir schon mal gehört habe, oder? Ich habe gerade eine Frau weinen gehört. Ich weiß nur nicht genau von wo. Au. Alter. Das ist komplett so dunkel. In ein paar Sekunden haben wir kein Öl mehr. Machen wir schnell hier drin. Teil des Bohrers. Oh oh. Weg. Oh shit! Schnell weg. Weg. Raus hier. Einfach raus hier. Wie hat mich das entdeckt? Schnell weg. Verfolgt mich das noch? Nö, oder? Hab ich das eingesperrt gekriegt oder nicht? Wo kam das her? Ist das jetzt weg oder nicht? Nein, da ist noch.
Ja, das entdeckt mich. Einfach raus hier. Durch die Türe kommen wir zuerst sicher nicht. Okay, dann muss ich draußen mal kurz mich ein bisschen aufhalten und dann wieder zurück. Trotzdem renne ich ein Stück von der Tür weg. Ich habe halt gar kein Öl mehr, null. Oder? Na, jetzt habe ich noch ein kleines bisschen. Okay, hier kommt es definitiv noch. Ich mache jetzt mal die Tür zu. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade echt verdammter Schockgeist, auf mich zugerannt ist. Was hat uns... Na doch, Schnittwunden und blaue Flecken, das hat uns tatsächlich was abzogen. Verdammt! Wie hat uns das gesehen? Das war ja die komplette Dunkelheit in dem Raum. Guck, ob es hier drin noch mehr gab. Geht's im Kopf? Nur leichte Kopfschmerzen, das ist okay. Ach, das war der Maschinenraum. Auf der Seite gab es keine Tür. Na gut. Ah, okay, der ist nur dicht. Ja, also ich muss in den Lagerraum. Ohne Öl. Nochmal Entschuldigung für das Gehuschte, aber ich kann da nichts machen. Okay, hier zurück bringt auf jeden Fall nichts. Da sind wir uns ja wohl einig. Hoffentlich ist hier Öl drin. Bitte. Keine. Oh, wunderbar. Okay, jetzt muss ich wirklich sparsam damit sein, also. Und oh nee, wenn da unten ein Viech rumrennt. In dieser abartige Dunkelheit. Vor allem, wie entdeckt mich das sofort? Ich bin gehockt im Dunkeln und hab's nur ganz, ganz kurz anguckt. Okay, wenn es uns sieht, renne ich einfach hierher und ich hoffe, dass ich schneller bin. Ich bleib jetzt gehockt. Erstmal und schau mich nochmal um. Fackeln und so sehen auch alle an, das ist ja schon mal gut. Wow, muss doch was sein. Na, ohne schreit was. Ich muss da runter. Ah, wisst ihr was? Ich mache das jetzt so, ich stelle mich hier hin und mache erstmal kurz eine Aufnahmepause. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Aufnahmepause geht es da und da rein in die Finsternis und bestellt uns diesen Mistviech. Ah, das schreit immer noch. Okay. Ja, dann würde ich sagen, also, see ya, bis dann.